Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thief. Ich wollte gerade schon sagen, State of Decay, irgendwie aus irgendeinem Grund, keine Ahnung. Ich hab doch. Hä? Egal. Jetzt gehen wir mal wieder raus. Wir haben das Herz des Löwen gestohlen, des Barons. Wir müssen den Baron selber aber noch zur Rede stellen. Es wundert mich, dass wir jetzt nicht vom Diebesgeneral überrascht wurden. Das hätte ich jetzt erwartet. Diebesfinger-General. Ein bescheuerter Name für einen Posten, oder? Diebesfinger-General. Würdest du den haben wollen, den Namen? Waren wir da schon drin? Nee, ne? Natürlich nicht. Das Schloss ist ja noch offen. Noch verschlossen. Aber wieder zu. Was haben wir hier noch? Versenkter Brief. So, mir ist bewusst, dass ihr in diesen angespannten Zeiten sehr beschäftigt seid, aber ich muss wirklich mit Nachdruck um weitere Zahlungen ersuchen. Und ich sollte bewusst sein, dass ihr Zustand sich nicht verbessert und die Opium-Tinktur nahezu verbraucht ist. Der vorige Arzt war ebenfalls der Ansicht, dass es nur noch eine Frage von Wochen ist, bevor sie der Rest des Briefes bis so in dieser Lichtigkeit verbrennt. Ob Aaron hier war? Eine Büste des Barons. Aus Gold. Unfruchtbarkeit. 28.09.1841. Mein Ersatzarzt hat nervös angedeutet, meine Lenden würden ausgetrocknet sein. Ich habe den Idioten wegen dieser lächerlichen und antiquierten Umschreibung von Unfruchtbarkeit sofort entlassen, obgleich er mit seiner blumig vorgebrachten Diagnose durchaus recht haben mag. Ich weiß, dass die Urkraft die Schuld daran trägt. Die Energie lässt meinen Körper schon seit einiger Zeit beschleunigt altern. Hanfield hat geschlussfolgert, dass direkter Kontakt mit der Urkraft enorme Auswirkungen auf Geist und Körper nach sich zieht. Sie ist vergiftet und vergiftet nun im Gegenzug uns. Ich bezweifle, dass Hanfield dieses Jahr noch überlebt. Nach den zahlreichen Berichten über Krankheit und geistige Ausfallerscheinungen in der Bergfried-Verwaltung habe ich befohlen, den Tresor zur Aufnahme des größten Teils der Urkraftscheine umzubauen. Vielleicht kommen die negativen Effekte so weit über der Stadt nicht mehr zum Tragen. Einige drängen mich, die Arbeit einzustellen, aber das wird nie passieren. Wenn ich jetzt aufgäbe, wäre all das, jedes Opfer, umsonst gewesen. Wenn man zu viel Opfer bringen muss für eine Sache, dann ist es die Sache nicht wert. Wieder vereint. 12.04.839. Aldous zu finden war einfach, aber ihn zu rekrutieren gestaltete sich als weiter schwieriger. Doch schließlich nahm er Vernunft an und schloss sich den Erweckten an, obgleich sein Zögern mir einiges Kopfzerbrechen bereitete. Weiß er die enorme Chance nicht zu schätzen, die ich ihm zum Geschenk gemacht habe? Die Vergangenheit leuchtet schwer auf vielen von uns, doch sein Gespür für die Urkraft ist unverzichtbar. Die Prozedur zur Nutzbarmachung der Energie erfordert ein außerordentliches hohes Maß an innerem Gleichklang. Das ist ein Northcrest, und nur er kann mir in dieser Sache behilflich sein. Sobald er seinen Zweck erfüllt hat, werde ich unsere Beziehung einer erneuten Beurteilung unterziehen. Okay. Ich glaube, Aldous weiß genau, er wusste, dass es nicht klug ist, mit der Urkraft herumzufummeln. Was auch immer diese Urkraft ist. Also was sie genau ist. Ich glaube, wir benutzen die ganze Zeit schon für unseren Fokus. Hier, Urkraft. Sollen wir nochmal speichern hier kurz? Also wieder Fallen, die nicht deaktiviert sind. Unvorteilhaft. Wie komme ich da jetzt hin am besten?
weiß schon. Glaube ich zumindest. Oder auch nicht. Klettern. Schade. Wie doof. Hier fehlt irgendwie ein Schrank. Komme ich da jetzt am besten rüber? Vielleicht gibt es einen Weg drumherum. Vermutlich. Ah, ich weiß schon. Die große Halle hier, wo wir das letzte Mal erwischt wurden. Und dann als Ergebnis gestorben. Ich friere. Der andere Flügel ist zu ungeschützt. Gibt es dort einen Zugang zu den Gemächern des Barons? Wurde durch den Unfall zerstört und nie repariert. Eine Todesfalle. Ich bin nicht ohne Grund so weit gekommen. Das müssen Sie kapieren. Sir, dürfte ich etwas sagen? Mir ist vorhin aufgefallen, dass niemand die Kanalisation bewacht. Entschuldige, Jessup. Habe ich dich nach deiner Meinung gefragt? Nein, Sir. Sollen dir die Götzen mit rostigen Messern die Augen ausstechen? Willst du das? Nein, Sir. Dann beweg deinen Arsch und dreh deine verdammte Runde, wie ich dir befohlen habe. Yes, Sir. Zum Glück hat das keiner gehört. Wenigstens ist es kein Einbruch. Tut mir leid, dass ich mich jetzt in der großen Halle nicht weiter umgesehen habe, aber das letzte Mal da. Naja, weiß schon, was passiert ist. Wir sind drüber gekommen. Machen wir die Falle aus, mal zur Sicherheit. Ich weiß auch nicht wieso, aber irgendwie hatte ich da das Verlangen zu. Wartehalle. Wir die Kronleuchter fallen lassen, aber was durch bringt uns das? Durch das Schwert sterben oder durch die Schwermut. Das ist mein Schicksal. Ja, geht's da lang? Gehen wir lieber da lang. Ich habe nachgedacht. Sollten wir den Baron nicht lieber von hier wegbringen? Das wäre keine so schlechte Idee. Er ist in seinen Privatgemächern und geht nirgends hin. Befehl des Generals. Konzentrier du dich auf die Barrikade. Der General ist hier, vermutlich. Stone Market haben sie die Barrikaden auch nicht gestoppt. Die hier wird halten. Ich will nicht, dass dein Gesicht das letzte ist, was ich sehe. Sehr nett. Na, nu. Verbarrikadiert. Wenn die Götzen hier reinkommen, dann sicher nicht einer nach dem anderen. Vorteilhaft. Aber ich glaube, wir haben einen alternativen Weg gefunden. Sieht zumindest so aus. Ja.
Bisschen Kletterlage, immer wieder. Ein bisschen Klettermax spielen. Runter und dann da lang. Und runter. Und runterspringen. Okay, wir sind hinter der Barrikade. Ich glaube nicht, dass wir noch mit Wachen rechnen müssen. Aber nur mal zur Sicherheit gehe ich lieber da lang. Ich weiß auch nicht wieso, aber irgendwie traue ich den Treppen nicht. Vielleicht weil... Mann. Der Kapitän auf einem sinkenden Schiff. Also seh zu, dass das verdammte Ding nicht untergeht und dass die Götzen ihn nicht hängen. Sonst untersteht ihr mir. Und ich bin viel erfinderischer als der Bob da draußen. Das war der Diebesfinger-General, glaube ich. Vielleicht liegt es daran, dass die Treppen gar nicht mehr vorhanden sind, dass ich ihnen nicht vertraue. Oder kann das sein, dass sie nicht vorhanden sind? Ja, ich glaube, das war so. Gucken wir aber nochmal nach. Ja, keine Treppen. Der Turm ist kaputt, haben sie ja gesagt. Seit dem Unfall. Welchem Unfall? Wahrscheinlich dem Anfall vom Prolog. Mal sehen, der Diebesfänger-General war gerade beim Baron. Dann besuchen wir den Baron doch mal. Oh, Ladezeit. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe gedacht, da kommt jetzt eine Cutscene oder sowas. Wenn du mich töten willst, mach schnell. Ich brauche Antworten, die ihr mir geben werdet. Niemand mag meine Antworten. Ich habe viel von dir gehört. In der Erde liegt eine Kraft. Eine alte Energie. Urkraft. Für Unwissende ist sie harmlos, unsichtbar. Doch man kann sie kanalisieren, in eine produktive Form bringen. Bisher wurden nur kleine Mengen kontrolliert. Aber mein Traum war größer. Besser. Was habt ihr mit Aaron in Moira gemacht? Als der Stein brach und das Buch zerstört wurde, ging die Energie auf sie über. Der Kontakt mit dieser Quelle hat schlimme Konsequenzen auf Geist und Körper. Ich weiß, was passiert. Wo ist das Mädchen? Ich wollte die Energie entfernen. Aber als Aaron aus Moira entführte, ging mein Traum auch dahin. Von wem reden Sie da? Aldes hat das Mädchen genommen. Du kennst ihn besser als Orion. Mein Bruder. Wir wuchsen getrennt auf. Aber ich brachte ihn zur Familie zurück. Zu den Erweckten. Wie wir konnte er die Urkraft spüren. Er war auch bei der Zeremonie, dem Ritual und half. Doch nun wollen seine Fanatiker den Stein. Warum nahm Orion das Mädchen? Er muss ein neues Ritual planen. Und du warst ein gehorsamer Hund, wie es scheint. Erst ließ er dich Cornelius Ring stehlen. Dann das Buch. Der Stein aus dem Bergfried. Wenn er nur noch das letzte findet. Dein Auge. Du warst da, ich erinnere mich. Du bist das letzte Teil.
Viel Glück mit meines Bruders Pack! Das war irgendwie so klar. Ich habe dem Orion von Anfang an nicht vertraut. Und die Götzen, die waren auch viel zu blutrünstig, als dass Orion irgendwie was Gutes im Sinn hatte. Aber er hat ja geschrieben, Aldale hat sich geweigert am Anfang. Die nächsten Gäste sind da. Während sie alles niederbrennen, gehe ich zum Zeremonienraum. Wollen wir mal. Wie unvorteilhaft. Jetzt müssen wir uns durch die Götzen hindurch einen Weg hindurch bahnen. Zwischen Götzen und Wachen, die jetzt miteinander kämpfen. Ich gebe nicht auf. Niemals. Da können wir nicht lang. Wenn er klug ist, fürchtet er die Götzen. Alter. Da geht's nicht lang. Aber auch nicht. Da auch nicht. Die Wache hat wenigstens von Angesicht zu Angesicht gekämpft. Denn da wissen die ja schon, dass ich da bin, oder was ist los? Ja, vermutlich wissen sie es von Orion. Der alten Sackratte. Dem Licht der Götzen der Dämmerung. Ist er da drüben? Ich frage mich. Na, es wird schon blau. Geht's da nicht hoch? Tatsächlich geht's hoch, aber es bringt nichts, oder? Ah, toll. Na komm. Wieso sind wir das letzte Teil? Haben wir auch Teile der Urkraft? Natürlich haben wir Teile der Urkraft. Hier ist der Beweis. Da ist ein Tresor. Das ist meine Chance. Weitergehen oder Tresor? Das ist die Frage. Wo geht's hier lang? Hauspflichten. Weißwäsche ersetzen. Tresorkombination ändern. 017. Kamine reinigen. Neue Lampen überprüfen. Teppiche reinigen. Auf Wachen mit schmutzigen Schuhen achten. Lüftungsfächer explodieren. Beschwerde wegen starker Winde. 017. Bürgschaft.
Vorausgesetzt natürlich, die Tresorkombination wurde bereits geändert. Hallo. Sie sagten, Eisen bricht nicht. Aber das stimmt nicht. Lose Enden. 14.07.841. Man kann niemandem vertrauen. Aldous selbst hat mich verraten und gedroht, er werde den Unfall und die Gefahren der Urkraft publik machen. Dass dieser Mistkerl mich hintergeht, nachdem ich ihn in den Schoß der Familie zurückgeführt habe, ist kaum zu fassen. Von heute an soll er so viel schreien, wie er möchte. Nur die Wahnsinnigen tief in der Heilanstalt von Moira werden ihn jetzt noch hören. Sein Gezeter wird bis zu seinem Tod niemand mehr ernst nehmen. Ich hingegen mache alleine weiter. Auf meinen Befehl hin wird der Diebesfinger-General den Erweckten nacheinander nach eigenen Ermessen den Mund stopfen. Vivien gilt nun schon seit mehreren Monaten als vermisst. Ihre Abwesenheit kommt mir gut zu Pass. Fast alle losen Enden sind sorgsam abgetrennt. Nichts wird mich an der Nutzbemachung der Urkraft hindern. Sowohl der Diebes, sowohl Aldous bzw. Orion als auch der Baron haben nicht unbedingt die besten Ideen, aber ich glaube, Orion ist wahnsinnig seit seinem Aufenthalt in der Heilanstalt Moira. Ich gebe nicht auf. Niemals. Also noch wahnsinniger als zuvor. Irgendwie haben alle Northcrests einen Hang zur Wahnsinnigkeit, zum Wahnsinn. Die Kerze haben wir ausgemacht. Die Kerze haben wir auch ausgemacht, ohne dass die Leute was mitgekriegt haben. Die KI ist echt nicht die schlauste. Sobald die irgendwie 2-3 Meter von dem Feuer entfernt sind, kann man das ausmachen, ohne dass sie was mitkriegt. Jetzt müssen wir es nur noch abwarten. Ich darf keinen Schatten nachjagen. Die könnten wir K.O. schlagen, aber der andere würde es mitkriegen, glaube ich. Wo ist der Brief? Ah ja, die Bürgschaft. Na komm. 017 war das, ne? Auch theoretisch umhauen. Aber der hier patrouilliert ja auch noch. Ist das eine Prüfung meines Glaubens? Wieder. Sieben. Verdammt nochmal. Eine Bewegung. Der Ungläubige. Hey. Da ist er. Ich hab ihn. Was soll, woher wissen die denn, dass ich das bin hier?
Ich dachte, die sehen nichts. Gib unsere Stärke! Fürchtest du mich, Feigling? Das solltest du! Hey! Armer Ungläubiger! Es gibt kein Entkommen! Ja! Flieh wie ein Ungläubiger! Flieh wie ein Ungläubiger, bla bla bla. Fast tot. Kriegst gleich einen Breitkopfpfeil an den Kopf. Wenigstens von Angesicht zu Angesicht gekämpft. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich sehe ihn wieder! Zeig ihm unsere Stärke! Blablabla. Ich hol jetzt um. Pass auf, Dämmerung erleben willst. Jetzt gehen wir in den Schrank und warten hier bis zum Anfang der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!